Mann, ich habe genug von diesem ganzen Kabelsalat. Willkommen beim Probelauf. Heute mit einem etwas anderen Probelauf als sonst, denn ich teste keine Laufschuhe, sondern möchte euch von diesen Kopfhörern was erzählen. Jabra Sport Rocks Wireless, also Bluetooth. Vorab, ich bin kein Experte für Kopfhörer oder für Sounds und solche Geschichten. Das heißt, es sind einfach meine Eindrücke. Ich habe die Kopfhörer beim Laufen verwendet und auch im Fitnessstudio. Lieferumfang sind natürlich die Kopfhörer selbst, logisch. Und es gibt dazu noch diese Gels, werden die genannt, das sind so Aufsätze. Außerdem noch die sogenannten Earwings. Die schmiegen sich halt hier in diese Ohrmuschel, die Wings. Und sorgen dadurch für mehr Stabilität. Es handelt sich um In-Ear-Kopfhörer mit einer wirklich ziemlich guten Abdichtung der Umgebungsgeräusche. Das heißt, wenn ich den drin habe, dann höre ich sehr wenig von draußen. Der Hersteller sagt, dass die Kopfhörer 5 bis 6 Stunden Abspielzeit bei voller Ladung haben. Der Sound ist gut. Ich kann die jetzt eigentlich nur vergleichen mit meinen iPhone-Kopfhörern. Es kommt mir vor, als ob es mit den Jabra Sportrocks ein bisschen besser ist. Es hat vor allem damit zu tun, dass sie einfach diese Außengeräusche besser dämpfen und ich die Musik dadurch lauter wahrnehmen kann als bei den normalen iPhone-Kopfhörern. Die Verbindung der Jabra Sportrocks Kopfhörer zu meinem iPhone hat immer geklappt. Man muss halt einfach nur sein Bluetooth einschalten, hält dann diesen Knopf hier, diesen hier, länger gedrückt und dann findet das iPhone die Kopfhörer. Es hat jedes Mal geklappt. Sogar auch im Fitnessstudio, wenn ich mich dann 10, 20 Meter von meinem Telefon entfernt habe. Die anderen zwei Knöpfe, also hier oben und unten jeweils, steuern dann die Lautstärke. Wenn man den Knopf länger gedrückt hält, dann geht es einfach zum nächsten Lied, beziehungsweise du kannst natürlich auch zum Lied zuvor zurückspringen. Die Kopfhörer funktionieren auch als Freisprechanlage, das heißt, wenn du sie mit dem Telefon gekoppelt hast, geladen werden die Kopfhörer über dieses USB-Kabel, das mitgeliefert wird. Jetzt noch zu den guten und den schlechten Eigenschaften, die mir aufgefallen sind. Bei mir haben die Kopfhörer am Anfang sehr gut gehalten. Das heißt, mit diesen Gels und diesen Wings zusammen habe ich halt die richtige Kombination gefunden. Aber nach 3 bis 4 Monaten, meine ich, war das immer häufiger der Fall, dass diese Wings hier abgefallen sind vom Kopfhörer. Die waren einfach ausgeleiert. Es gibt ja auch die Ersatzwings, ja, die verwende ich halt mittlerweile auch. Aber die haben eine andere Form, sitzen nicht mehr so ganz perfekt in meiner Ohrmuschel drin wie die alten. Das heißt, das Ganze ist nicht ganz ideal gelöst. Weniger schön ist, dass das Koppeln der Kopfhörer mit dem Telefon lange dauert. Das heißt, ich mache Bluetooth an auf meinem Telefon und dann muss ich ungefähr 5 Sekunden diesen Knopf hier gedrückt halten. Also, es mag jetzt nicht so lange sein, 5 Sekunden, aber ich finde das schon ziemlich nervig, weil es halt jedes Mal gemacht werden muss, um den Kopplungsvorgang abzuschließen. Jabra sagt, dass man diese Kopfhörer 5,5 Stunden benutzen kann. Bei mir waren es nie mehr als 3 Stunden. Auch wenn die Betriebsdauer jetzt nur so 3 Stunden waren, war das für mich kein Problem. Denn ich gehe eh nicht länger als 3 oder 3,5 Stunden laufen oder im Fitnessstudio. Und nach jedem Verwenden habe ich sie sowieso direkt wieder an die Steckdose angeschlossen. Insofern war das jetzt für mich immer in Ordnung. Es gibt auch eine Jabra-App, mit der man diese Kopfhörer benutzen kann. Es ist ein Music Player von Jabra. Angeblich soll damit dann der Sound besser sein. Ich kann das weder bestätigen noch irgendwie dementieren, denn ich konnte es leider nicht benutzen. Merkwürdigerweise möchte Jabra, dass man nach dem Herunterladen der App einen Product ID Code eingibt. Und dieser ID Code steht auf der Verpackung der Kopfhörer. Ja, aber die Verpackung habe ich schon längst weggeschmissen. Ich verstehe auch einfach gar nicht, warum man auf die Idee kommt, diesen Product ID Code zu verlangen, um diese App zu verwenden. Ja, ich meine, diese App ist eh kostenlos. Was soll der Quatsch? Das ist auf jeden Fall auch ein Minuspunkt. Wenn ich diese Kopfhörer gekoppelt habe mit meinem Telefon, du hörst Musik und es kommt ein Anruf herein,
hörst den Anruf klingeln. Ja, also man hört das Klingeln im Ohr und dann müsste ich theoretisch nur diesen Knopf drücken, um den Anruf anzunehmen. Dann höre ich gar nichts. Dann muss ich erstmal zu meinem Telefon und dort die Quelle wählen, sprich die Jabra Sportrocks Kopfhörer, um dann den Anruf, den ich ja schon angenommen habe, auf die Kopfhörer umzuleiten. Das ist natürlich technisch gesehen extrem unelegant gelöst. Was hat mir an den Sportrocks gut gefallen? Ich fand gut den Sound und dass die Geräusche, diese Umgebungsgeräusche, wirklich extrem gut ausgeschaltet wurden. Das heißt, die In-Ear-Kopfhörer sitzen dann wirklich sehr, sehr eng und bei mir halt auch gut. Was mir auch sehr gut gefallen hat, ist dieser magnetische Verschluss hier. Das heißt, wenn ihr gerade Musik hört und wollt die Dinger halt nicht ausmachen, dann könnt ihr einfach auch halt die Kopfhörer rausnehmen und aneinander klappen, hier so legen und halten die so magnetisch. Das finde ich ganz geschickt gelöst. Sehr schön auch, dass die Kopfhörer sehr schnell geladen werden. Das heißt, wenn man, bei mir war das immer so, wenn ich die halbe Stunde angeschlossen habe, dann an die Steckdose, dann waren die schon wirklich schon relativ voll. Man konnte sie einfach mal anderthalb Stunden locker verwenden. Die unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers liegt bei 129 Euro. Aber mittlerweile findet man die Kopfhörer auch deutlich billiger, denn die Kopfhörer sind auch schon ungefähr 2 Jahre alt und dementsprechend solltet ihr die auch für weniger finden. Okay, dann komme ich zu meinem Fazit. Am Anfang haben die mir sehr gut gefallen, die Kopfhörer. Ich habe sie wirklich regelmäßig angezogen beim Laufen, aber nach 3-4 Monaten fing es halt an, dass diese Wings hier angefangen haben, ihren Geist aufzugeben und sind dann immer abgerutscht, ständig abgerutscht, sodass dann die Kopfhörer nicht mehr gut saßen und ich sie beim Laufen nicht mehr anziehen konnte. Ich ziehe sie weiterhin noch an, im Fitnessstudio, wenn ich mal Gewichte stemme oder ähnliches. Den Sound finde ich auch richtig gut. Schaut euch einfach an, vielleicht passen sie euch richtig gut. Denn dann habt ihr damit eigentlich eine gute kabellose, also fast kabellose Lösung gefunden. Und also mittlerweile möchte ich das nicht mehr missen, wenn ich im Fitnessstudio bin.